Salamba Shalabhasana ist die gestützte Heuschrecke, die Heuschrecke-Grundstellung. Kindra zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Bauchlage. Von hier gibst du die Arme unter den Körper, du gibst das Kinn auf den Boden. Du kannst dabei entweder die Handflächen auf den Boden geben oder Fäuste machen oder die Hände falten. Und von hier mit dem Einatmen hebst du die Beine hoch. Und du drückst dabei kräftig mit den Armen auf den Boden. Und so nutzt du zum einen die Armmuskulatur, auch die manche Teile der Brustmuskulatur. Natürlich nutzt du auch Gesäß und untere Rückenmuskulatur. Salamba Shalabhasana ist auch die Grundstellung der Heuschrecke. Wir üben diese bei Yoga Vidya als Teil der 12 Grundstellungen nach Bhujangasana, die Kobra, und vor Dhanurasana, der Bogen.